Der Film wirkt so für mich im Nachhinein so ein bisschen wie ein Fast and Furious Comicfilm im Spider-Man-Universum. Ja, er ist ein bisschen hektisch. Ja, er hat den einen oder anderen vielleicht nicht ganz so super intelligenten Dialog, aber die drei Mädels, die hier die künftigen Spider-Women darstellen, aus dem Trailer sieht man es ja, sind typische Teenager, ja, die handeln typisch, die reden typisch. Also ich weiß nicht, in welcher Welt Teenager aktuell zeitgemäß großartig anders reden. Dakota Johnson, ja, macht ihren Job auch gut. Ne? Ich habe irgendwo mal gehört, von, ja, hey, 50 Shades of Spider. Ja, wow, komm mal drüber weg. 50 Shades of Grey ist so ein bisschen lange her. Dakota Johnson hat auch schon in anderen Rollen bewiesen, dass sie gut schauspielern kann. Man muss die Leute nicht immer auf ihre ersten großen, erfolgreichen Rollen reduzieren. Robert Pattinson, gleiches Beispiel, ne, ist auch nicht mehr Edward, der hat auch viele geile andere Sachen gemacht, Daniel Radcliffe auch, etc. etc. Ich komme vom Thema ab, weiter geht's mit diesem Film hier. Auch dass er die schlechteste Comic-Verfilmung sein soll überhaupt, schlechter als Morbius. Ja, was war an Morbius so mega kacke? Er war ein grundsolider, guter Comic-Film, hat Spaß gemacht. Wir haben hier einfach eine langgezogene Origin-Story, die teilweise schon sehr vorhersehbar ist. Der Bösewicht, ja, der bleibt ein bisschen blass. Okay, seine Grundmotivation ist aber völlig in Ordnung und nachvollziehbar. Er handelt hier teilweise ein bisschen wie so ein kleines Kind. Andererseits die Gründe, warum er so handelt, wie gesagt, die sind nachvollziehbar. Und auch im MCU haben wir schon Gegner gehabt, die Riesenpotenzial hatten, die einen super Beweggrund hatten, eine super Motivation hatten, aber trotzdem irgendwie schwach gewesen sind. Erinnern wir uns an Iron Man 2, erinnern wir uns an Black Panther, etc. etc. Nicht jeder gute Film hatte auch einen guten Willen. Nur das vergisst man ganz gerne in letzter Zeit. Und der Film, der ist rasant, der ist schnell geschnitten. Der Humor zündet auch nicht immer hier. Und die Connection zum MCU, die ist natürlich sehr, sehr, sehr lose angesiedelt. Wobei ja eigentlich im Prinzip jeder gut informierte Comic- und Comic-Filmschauer eigentlich weiß, dass Sony so ihr eigenes Marvel-Süppchen kocht, auch wenn es hier und da Connections inzwischen gibt. Und auch letztes Jahr gesagt wurde, ja, alle Sony-Marvel-Produktionen sind jetzt spätestens seit No Way Home mit dem MCU connected. Und auch Madame Web wird da jetzt keine Ausnahme machen. Die Frage ist nur, wird hier ein neues alternatives Universum gezeigt, das wir noch nicht kennen, weil der Film, die Story des Films, die Hauptstory spielt im Jahr 2003. Peter Parker ist hier noch nicht geboren, aber ich frage mich, welchen Peter Parker könnte es hier in Zukunft geben, weil die drei Mädels, die hier in ihren Spider-Kostümen rumhüpfen dürfen, sind in anderen Sony, Marvel, Spider-Man-Filmen noch nicht mit dabei gewesen bislang. Und auch Madame Web hat noch keine Rolle so gespielt. Kann vielleicht alles noch kommen, warten wir es ab. Andererseits, so viel Shitstorm, wie der Film bisher abkriegt, glaube ich, entweder wird es einen Recast geben oder es wird nur zu einem kleinen Cameo, wenn, oder eine Erwähnung kommen, wenn denn überhaupt. Also ich muss sagen, ich hatte generell meinen Spaß mit dem Film. Der ist nicht so kernscheiße, wie viele sagen, aber auch kein super Highlight jetzt unter den Comic-Verfilmungen. Ich würde ihn auf eine Ebene mit Morbius stellen, qualitativ. Wesentlich schlechter fand ich im Verhältnis, wenn ich das jetzt mal so vergleichen würde, Venom 2, Let There Be Carnage zum Beispiel. Der Film ist relativ einfach gestrickt, erzählt natürlich auch eine Origin-Story. Natürlich ist Madame Web hier im Fokus, auch wenn die drei Mädels eine mit große übergeordnete Rolle spielen. Letztendlich ist es die Origin-Story zu Madame Web an sich. Und was man dem Film, wie ich schon sagte, ankreiden kann, wirklich ist, dass man die drei Mädels in ihren Spider-Kostümen wirklich nur sehr, sehr kurz im Film zu sehen bekommt. Da hat man schon, sage ich mal, 80% bis 85% in den Trailern gesehen. Ja, es sind wirklich maximal 2 Minuten, wo die so in Action kommen. Und das Finale ist so ein bisschen, ja, wär wirklich mehr drin gewesen. Ansonsten, ja, teilweise schon sehr vorhersehbar, aber bietet auch die eine oder andere Überraschung. Und ja, Product Placement, ey, siehst Pepsi hier, Pepsi da. Ja, man sieht einmal eine Pepsi-Dose und dann zweimal ein Gebäude, das in dem Film eine zentrale Rolle spielt, wo Pepsi-Cola draufsteht. Wow, andere Filme haben auch Name-Dropping und Product Placement hoch 10. Da regt sich nicht alle so drüber auf. Avengers Endgame hatte auch hier Product Placement. Wenn Tony Stark mit seinem Audi vorgefahren ist, man fett die Front sieht mit den 4 Audi-Ringen. Wow, wer hat sich da drüber aufgeregt? Keine Sau. Also, ey, chillt mal da draußen. Ja, Madame Web, wie gesagt,
Hat mir persönlich ganz gut gefallen, hat den Shitstorm null verdient, den er gerade bekommt. Es ist nicht eine 1 von 10, es ist nicht eine 2 von 10. Mal ganz ehrlich, er ist kein Totalausfall. Er ist eine solide Unterhaltung, solide Comic-Verfilmung. Man kann seinen Spaß damit haben. Man sollte die Erwartung natürlich nicht zu hoch schrauben. Ja? Der Film ist relativ einfach gestrickt, aber dennoch unterhaltsam. Kein Meisterwerk, kein Totalausfall. Von mir bekommt er solide 5 von 10 möglichen Punkten. So, und jetzt habe ich genug gesabbelt. Denkt dran, macht das Plus weg, lasst ein Herz da und wir sehen uns auf meinem Kanal. Bye, bye.